Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Oh, selbst Hobbits kommen hierher, um bei ihm zu kaufen. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. So, Diptasamen. Schalte die Fähigkeit frei, Diptam in kleinen Topf wachsen zu lassen. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Was hat er sonst noch? Flussgrassamen, Knöderichsamen, Malvenkrautsamen. Also gut, das ist alles. Und Samen der Schrumpfelfeige. Dünger braucht man wahrscheinlich und der hat auch noch so direkt schon fertige Sachen. Okay. Dann können wir hier das hier noch verkaufen. Das gibt auch Verteidigung 18. Aber schlechter als das, was ich habe. So. Oh, hier kann man noch was lesen. Ich finde diese Seiten, die man so aufdecken muss, die sieht man echt schlecht. Weil selbst wenn man hier so Revelio macht, alles, was man damit aufdeckt, ist eine gewisse Zeit, sogar relativ lange sichtbar. Aber diese Seiten hier aus irgendeinem Grund nur ganz kurz. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Okay, und jetzt muss ich mich wieder mit Natty treffen. Mit Natty, aber da haben wir noch der alte Narr. Und Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Sollen wir da mal hingehen? Und ich glaube, da waren wir auch noch nicht bei Schnabel und Brut. Revelio. Boah, aus was für einer ultra Reichweite man Sachen archieren kann. Das ist krass. Oh, sind wir hier auf dem Friedhof. Gruselig. Ach, schon wieder so eine Truhe. Ja, da ist noch was. Hab ich denn das nicht gesehen? Mega Powertrank. Bei diesen Brücken sind oft irgendwelche fliegenden Blätter. Ah. Ups. Das war dann doch zu weit weg. Den Hammer, dieses leerstehende Geschäft soll einen Schrumpfzauber benutzt haben, um sein Inventar zu lagern. Hat sich dabei aber verrechnet, dass es praktisch verschwunden ist. Okay. Ja, aber es ist doch gar nicht verschwunden, es ist doch hier. Lumos. Okay, einfach irgendeine Felswand mit. Eine Felswand mit Holzkisten. Okay, das sieht mir hier nach dieser Felswand aus und da sind die Holzkisten. Okay. Das war jetzt zum Glück. Ups. Lumos. Das war jetzt zum Glück nicht so schwer zu finden. Sind alles leicht abstaubbare XP. Bis wir beim ersten Boss sind, bin ich wahrscheinlich wieder so überlevelt, dass ich den One-Shot, wie bei Dark Souls. Da war ich auch die ganze Zeit viel zu stark. Revelio. Was soll ich dir glauben? Ups, ich würde doch eigentlich M drücken. Ah, dahin, okay. Du brauchst die Level, okay. Ist das Spiel so schwer? Spielst du auch auf schwer? Hallo, wieso kann ich nicht laufen? Okay. Wieder
so eine Truhe. Was haben wir hier für eine Frau? Sonnenschutzbrille, okay. Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen Sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Ja. Hier ist jemand gestorben? Ja. Ein Glück, dass es nur einer war. Die ist ein bisschen weird, die Frau. Kann ich Ihnen helfen? Ich sehe mich einfach etwas um. Na gut, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Mal sehen, was die hat. Schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Ja, die hat auch Samen. Chinesischen Kaukohl, Alraunsamen und Venemosa Tentacula. Und Dünger und auch wieder direkt die Dinger. Okay. Können wir bei der Erde noch direkt wieder wissen, was verkaufen. Die Brille zum Beispiel. Und der Schal, den ich habe, der hat jetzt Offensive. Da müssen wir gleich mal gucken. Der Schal... Ah, meine hat auch Offensiv. Okay. Okay, okay. Revelio. Hey, ich stand direkt daneben und das hat es nicht Reveliot. Der große Baum mit gewundenen Ästen stützt das Geschäft Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Lumos. Okay, draußen... Einfach ein Schornstein, oder? Ein Schornstein, der aus dem Gras kommt. Ein Schornstein, der einfach so aus dem Gras kommt. Muss er hier in der Nähe sein? Theoretisch. Oder, ah, das ist bestimmt da oben. Ja, hier oben ist es. Lumos. Ja. Jo, Slugger. Gutes Lurk, Angie. Wünsche ich dir. Muss man eigentlich, also mache ich das einfach nur immer falsch und es funktioniert? Muss man die mit diesem Zauber, mit dem Auto-Attack da reinballern, die Motten, oder geht das auch anders? Nö. Geht doch anders. Wie macht man das dann? Einfach Lumos ausschalten. Achso. Okay. Einfach Lumos ausschalten. Das ist auch gut. Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zu Nutty. Zu Nutzi. Hier ist noch dieser Laden, bei dem war ich noch nicht. Aber da kann ich auch gerade nicht rein, okay. Dann alles gut. Dann können wir zu Nutty. Dann haben wir jetzt erstmal Hogsmeade echt krass ausgeschlachtet, würde ich sagen. Ja, du hast diesen anderen Typen genommen, ne? Diesen Swallow, oder? Sebastian Swallow, oder wie der heißt. Ist das der, der den Fight Club hat? Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Ja, genau, das ist der mit dem illegalen Fight Club. Genau, der ist das. Sebastian Swallow, oder wie er heißt. Oh, endlich kämpfen. Nice. Was ist das für ein Trollo? Und der hat die gleichen Markierungen wie Ranrock. Thank you.
den Häusern weg! Raus aus dem Dorf! Nice. Endlich mal fette Kämpfe. Control. Oh, warum ist das denn auf Control? Oh, das muss ich umlegen. Das muss ich umlegen. Oh, und das ab mit Protegon kann man das nicht. Okay, gut zu wissen. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Weiter so! Wir müssen ihn zermürben! Ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das gefällt mir! Mach das nochmal! Boah, das ist geil. Okay, das macht Bock mit diesem Y, dann das Zeug. Oh, X, um alte Magie zu wecken. Hohoho, ich hab den zerfetzt! Okay, das mit dem Dodgen muss ich mir umlegen. Nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Oh, wie ich den einfach zerfetzt habe. Bewegung. Junge, das war cool. Ach hier. Ups, nee, falsch. Na also, so gut wie noch. Mal sehen, was er will. Reparo. Ach hier. Ups. Reparo. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Macht Bock. Revelio. Ist hier noch irgendwo Loot? Erstmal zwischendurch auch nach Loot gucken. Reparo. Oh, hier habe ich sogar aus Versehen was revealed. Cool. Erstmal lesen. Hengst von Woodcroft. Diese Statue zeigt Hufflepuff Hengist von Woodcroft, angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade, nachdem er von einem Muggelmob aus seinem Dorfhaus vertrieben worden ist. Okay. Also man kann mit Protego kann man anscheinend nicht jede Attacke umgehen, sondern manche Attacken muss man dodgen. Habe ich das richtig interpretiert? Okay. Sprich mit dem Ladeninhaber. Revelio. Okay. Mit dem Inhaber. Wir haben gerade über dich gesprochen. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit okay, im Kampf gegen orange diese Trolle. Springt nicht, aber wenn rot, ganz okay. Zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein also orange geht, aber rot nicht. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstart. Epsilon, in meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Probieren wir das hier doch mal an, ja? Oh, was kann ich jetzt machen? Wir haben heute viele Waren.
Lassen Sie sich Zeit. Toll, traditionelle Schuldung. Sieht doch scheiße aus, aber gibt's wenigstens umsonst. Immer. Okay. Oh oh. Das Spiel ist gecrashed. Oh, nein, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, das Spiel ist gecrashed. Es war einfach nur, weil hier so ein Tutorial ist. Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Wähle den Platz um Mäntel und Umhänge und drücke links. Lege einen Umhang an. Toll, jetzt musste ich einen schlechten Umhang anziehen. Danke für nichts. Was hat der noch? Schafspelz, Wintermütze, Fedora mit Uhrwerkmotiv, smaragdgrünes Hochlandgewand. Okay, ja, der hat schon gute Sachen hier. Alles auch auf meiner Stufe. Der scheint sich meiner Charakterstufe anzupassen. Die Klamotten, die der hier hat, gehören zu meiner Charakterstufe oder ein bisschen höher. Okay. Dann legen wir jetzt erstmal wieder den anderen Umhang an. Das war eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Nein, noch nicht. Ich muss erst wieder den anderen Umhang anziehen. Und den Umhang, den der Typ mir hier gerade verkauft hat, muss ich ihm jetzt wieder zurückverkaufen. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Ist auch geil, oder? Der hat mir was für umsonst verkauft und ich verkaufe es ihm jetzt... auch für null. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt hier mit Geld machen. Alles klar. Dann mal los. In die drei Besen für ein Butterbier. Wenn das nicht zu voll ist, trifft du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige. Oh, da gibt es irgendwas. Habe ich gerade irgendwas gesehen, glaube ich. Ach. Oh, Ranrock. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Oh, die wollen mich kidnappen, oder? Bin ich das Kind? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Ranrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Mist, jetzt kann ich an diesem einen Brunnen nicht mehr gucken, was da nochmal geblinkt hat. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Gibt's Butterbier auch in Dieser echt? Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Wie passend. War das Lodgok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier.
Oh, der hat fast genauso einen coolen Hut wie ich. Verdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Nee, der ist cooler. Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Ist in Butterbier Alkohol drin? Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Ranrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Einige Aufträge erhoffen die Zielsetzung ohne vorgegebene Kompassfahrt. Setzt auf der Karte. Was stand da? Oh. Revelio. Jetzt ist es vor allem auf einmal Nacht. Ja, mein neues Lieblingsspiel. Richtig. Scheiße, komme ich jetzt noch dahin, wo ich gerade hin wollte? Toll, ich kann auch aus irgendeinem Grund nicht rennen. War ich schon bei Zonkors drin? Nö. Hier war ich noch gar nicht. Wieso war ich hier noch nicht drin? Ach hier. Ah, die sieht man so kurz und so schlecht nur, diese Dinger, finde ich. Vorschleichseife. Wer sich mit diesem Stück Seife waschen möchte, kann sich auf ein amphibisches Erlebnis der besonderen Art einstellen. Wenn die Seife unter Wasser gehalten wird, bahnen sich kleine Kaulquappen ihren Weg aus dem Schaum. Okay. Reveille. Ich höre die ganze Zeit nur Pling, Pling, aber ich weiß nicht wo. Stinkbombe. Die Stinkbombe ist ein beliebter Schabernack, denn sie erzeugt einen üblen Geruch, der jedem im näheren Umkreis fluchtartig vertreibt. Don't push. Ich habe gerade einfach irgendeine Explosion ausgelöst. Okay. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber... Okay. Revelio. Jetzt will ich aber eigentlich nochmal zu diesem Brunnen. Hier hat doch auch irgendwas geleuchtet gehabt. Da, ja, genau. Das hatte ich nämlich gesehen vor der Cutscene hier, das Ding. Der kluge Reisende weiß, dass manche Brunnen mehr zu bieten haben als diese relativ unscheinbare Wasserquelle im Dorf Hogsmeade. Legiose. Akio. Revelio. Ah, okay. Ich muss zu Nati. Na gut, dann müssen wir erstmal bei Nati bleiben. Aber da ist noch ein Blatt zum Einsammeln. Okay. Bei Steam. Ich hab's von Steam. Ich hab mir jetzt bei Steam geholt. Es gibt's auch bei Epic, glaube ich, aber ich hab's bei Steam. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Okay, du musst die Nacht für die in dem Gemeinschaftsraum zurückkehren, nutze die Karte. Okay, wähle die Taste Karte von Hogwarts aus. Ach, da oben. Ja, okay. Und dann jetzt hier... In den Flügel, Gemeinschaftsraum von Hufflepuff. Okay, schon sind wir wieder weg aus Hogsmeade. Wo hast du einen Account? Habe ich jetzt in meinen Klamotten gepennt? Mit dem, warum... Warum
sitzt dieser Typ, dieser Weirdo, dieser Creep, direkt neben meinem Bett, während ich da schlafe. Und guckt mir beim Schlafen zu. Du hast Eulenpost erhalten. Von Professor Fick. Kommen Sie zu mir, ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Nachricht lesen. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas im Medaillon aus Gringotts entdeckt. Revelio. Okay. Kann ich jetzt hier da das Ding eigentlich benutzen? Nö. Na gut. Der nächste Tag. Jetzt macht sie schon direkt wieder... Ah, guck mal, hier ist auch direkt was. Wir haben beim letzten Mal verpennt. Um den Gemeinschaftsraum von Hufflepuff zu betreten, muss man das richtige Fass klopfen. Zweites von unten, Mitte des Stapels, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Ein falscher Klopfer endet mit Zutrittsverbot und einer Essigdusche. Revelio. Hier ist auch noch was. Wenn man die Birne auf dem Stillleben einer Obstschale kitzelt, kichert sie und verwandelt sich in einen Türknauf, der den Zugang zu den Küchen von Hogwarts freigibt. Wie geht es? Kitzel, kitzel. Revelio. Helga Hufflepuff. Echt, in Ravenclaw hat man einen eigenen Raum. Du hast einen eigenen Raum, oder was? So, jetzt will ich doch mal... Warte mal, wo ist noch mal die zu spielen? Reisen erweitert den Horizont. Helga Hufflepuff. Oh, was ist das hier? War ich hier schon mal? Revelio. Diese großen verzierten Sanduhren, die Rubine, Diamanten, Saphir und Smaragd enthalten, sind so verzaubert, dass sie stets die jeweiligen Hauspunkte für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Okay. Nein, in Slytherin schlafen alle bestimmt gemeinsam in einem Raum. Das ist bestimmt so ein Orgienhaus. So. Revelio. Hinter der Statue einer einjährigen Hexe verbirgt sich ein Geheimgang von Hogwarts zum Keller von Honigtopf. Er kann nur mit einem besonderen Zauber geöffnet werden. Lumos. Revelio. Okay. Dieses Rätsel will ich jetzt hier machen. Das haben wir beim letzten Mal, haben wir uns das schon angeguckt. Wartet mal, so jetzt... Das müssen wir jetzt mal rausfinden, wie das geht. Also, es gibt zwei verschiedene Sachen. Eins mit einem Fragezeichen, eins mit zwei Fragezeichen. Das andere ist hier unter uns. So, versuchen wir erstmal das erste. So, das erste ist also eine 4, dann das Fragezeichen, was ich hinbringen muss. Und hier dieses dritte, dieses... keine Ahnung, was das für ein Monster ist. Ein Chupacabra oder sowas. So, sagen wir mal... Warte mal, wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also Zahlen von 1 bis 10. Sagen wir einfach mal, das ist dann die 3. Dann hätten wir eine 4 und eine 3. Und ein Fragezeichen. 4 plus 3 wäre aber schon 7. Und minus 1 kann ich vermutlich nicht machen. Also das kann schon mal nicht sein. Es sei denn... Was könnte es denn sein? Eine 4, wenn es eine 2 wäre, es kann nur maximal eine 2, wenn es mit Addieren ist. Dann kann ja dieses Chupacabra-Vieh da oben, kann ja dann nur maximal eine 2 sein. Aber warum sollte das eine 2 sein?
Das wäre eine 2, wenn man hier unten von 0 anfangen würde. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann wäre 4 plus 2 wäre schon 6. Und dann kann das dritte nur eine 0 sein. Und das wäre das Walross hier. Dann machen wir das mal auf Walross. So. Und dann ist 5 und 1 sind 6. Dann bräuchte ich bis 11 bräuchte ich 5. Und das wäre dann 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wäre dann da oben die Krake. Oder die Krabbe. Dann machen wir jetzt mal die Krabbe rein. Also das würde Sinn machen mit denen, wenn das mit addieren wäre. Sonst wäre es auch zu kompliziert. Sonst müssten sie noch irgendein zusätzliches Symbol machen, was auch noch zusätzlich den Operand oder den Operator oder sowas angibt, ob es plus, minus, mal geteilt ist. Aber machen wir mal die Krake rein, so. Oder die Krabbe, meine ich. Und dann öffnen wir. Ja! Das ist richtig. Also man muss einfach nur stumpf addieren. Und die Dinger sind 0 bis 9. Okay, cool. Revelio. Dann ist es echt einfach. Orangene Molch-Augenschutzbrille. Nice.